liebe Schwimmster-Community, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Schwimmster. Heute sind wir mal wieder in Bergen-Enkheim. Heute stehen keine Bezirksmeisterschaften an, so wie beim letzten Mal, sondern heute habe ich hessische Meisterschaften, lange Strecke. Das heißt, heute werden die langen Strecken wie 400 Meter Lagen, 800 Meter Freistil und 1500 Meter Freistil geschwommen. Nicht in dem Becken, sondern in der Traglufthalle, die man im Hintergrund sieht. Da drin sind es 30 Grad. Das Wasser ist auch sehr warm. Es ist sehr eng, man hat sehr wenig Platz. Ich gehe jetzt erstmal einschwimmen. Im viel zu warmen Wasser. Ich habe vergessen zu sagen, heute schwimme ich die 1500 Meter Freistil und einschwimmen werde ich so circa 3 Kilometer. Das heißt, einschwimmen wird doch ein bisschen länger sein. Community. Ich bin gerade die 1500 Meter Freistil in einer Zeit von 19 Minuten und 16 Sekunden geschwommen. Für eine 50er Bahn ist das gut. Für süddeutsche Zeit ist das noch nicht ganz ausreichend. Aber ich bin froh, dass ich mich jetzt nicht um 50 Sekunden verschlechtert habe. Weil das hätte ja auch passieren können, weil ich habe halt nur die Hälfte anwenden. Deswegen bin ich trotzdem sehr zufrieden. Morgen geht es weiter mit den 800 Meter Freistil und war ein echt cooles Erlebnis. Die Traglufthalle war leider sehr warm und sehr voll. Man hatte sehr wenig Platz, aber es war sehr lustig. Hinter mir läuft noch der Wettkampf, wie man hört. Aber ist egal. Bis morgen. Willkommen zu Tag 2. Ich habe mich eben eingeschwommen. Der Wettkampf hat auch gerade begonnen. Ich schwimme gleich die 800 Meter Freistil. Ich hoffe auf eine Zeit bei circa 10 Minuten 15, so um den Dreh. Und ja, so ein Top 7 wäre richtig geil, würde mich freuen. Und ich gebe mein Bestes. Slalombahn natürlich, wie schon erklärt, nicht so schnell wie Kurzbahn. Bis gleich. Meter Freistil geschwommen in einer Zeit von 10 Minuten 15. Damit bin ich zufrieden. Ich habe auch vorher gesagt, ich hoffe, es wird so eine 10:15. Das wäre richtig cool. Ich habe es geschafft. Na klar, gibt es noch so kleine Technikfehler, die man immer verbessern kann. Zum Beispiel die Beine konstant schlagen. Darauf achten, dass der Arm immer gerade nach vorne geht und nicht so einen Schleif macht. Aber das wird dieses Jahr in Angriff genommen und hoffe, damit kann ich dann endlich unter die 10 Minuten kommen. Das war's jetzt von meinem Video aus Bergen-Enkheim. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, auch über ein Abo von euch und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Das war's, euer Swimster. Genießt die schöne Aussicht.